Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich einen Badspiegel mit LED-Beleuchtung montieren und somit natürlich auch den Badezimmerwandspiegel richtig anschließen und natürlich aufhängen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier mal einen Spiegel mit einer Beleuchtung. Das Ganze möchte ich mal über unser Waschbecken mittig drüber hängen. Hierbei ist es übrigens später vollkommen egal, ob wir diesen jetzt halt per Touch anmachen können oder natürlich auch per Lichtschalter. Und zuerst einmal sollten wir unsere Sicherheit auf jeden Fall die ersten drei Sicherheitsregeln einhalten. Hierzu müssen wir normalerweise den richtigen Stromanschluss zuerst einmal freischalten. In meinem Fall ganz einfach über den Sicherungskasten. Und das Ganze ist hier außen auch ordentlich beschrieben. Danach zum Beispiel mit einem einfachen Klebeband gegen Wiedereinschalten sichern, nicht, dass die Freundin gegenüber denkt, warum der Schalter unten ist und das Ganze wieder nach oben schaltet. Und wir müssen mal unsere Spannungsfreiheit mit einem zweipoligen Spannungsprüfer allpolig überprüfen. Bedeutet einfach jeden Leiter mit jedem Leiter mal kurz durchtesten und davor aber bitte auch unbedingt darauf achten, dass wir unseren Spannungsprüfer in einer funktionierenden Steckdose mal testen sollten, nicht, dass dieser irgendwie defekt sein sollte. Bei mir ist alles sicher, weswegen wir auch schon die richtige Position von unserem Spiegel bestimmen können. Normalerweise sagt man, dass die Mitte vom Spiegel später auch die Mitte vom Waschbecken hier unten drunter sein sollte. In meinem Fall ist das genau diese Fliesenfuge hier, nach der wir uns auf jeden Fall richten können. Und von der Höhe bitte darauf achten, dass wir den Spiegel nicht direkt auf die Fliesen hier unten draufsetzen, sondern vielleicht einen halben Zentimeter Abstand lassen. Das hat einfach den Sinn, dass die Fliesen sich zum Beispiel im Sommer leicht ausdehnen können. Und wir möchten natürlich nicht, dass unser Spiegel hier unten dann bricht. Wenn das geklärt ist, stellen wir unseren Spiegel mal auf etwas Weiches drauf und wir können uns auch schon die richtigen Maße für unsere Befestigung herausmessen. In meinem Fall ist es von hier unten genau 65 cm hoch, natürlich den halben Zentimeter Spalt nicht vergessen und dann müssen wir uns auch noch die seitlichen Abstände hier herausmessen. Meine Befestigungen sind genau 30 cm auseinander, weswegen ich dann auch von der Fliesenfuge hier in der Mitte 15 cm jeweils auf die Seite gehen muss. Ich markiere mir also mal die 65,5 cm hier in der Mitte, zeichne mir die 15 cm von der Mitte aus einmal schon ungefähr gerade an und verwende natürlich auch noch eine Wasserwaage, dass der Spiegel danach auch schön gerade hängt. Wie man Fliesen richtig bohrt, dafür habe ich auch schon ein ausführliches Video auf meinem Kanal, denn normalerweise benötigen wir so einen speziellen Fliesenbohrer hier, da wir mit einem normalen Steinbohrer einfach nicht durchkommen oder unsere Fliese einfach nur kaputt machen. Die richtige Größe von diesem Fliesenbohrer ist übrigens, dass danach natürlich der richtige Dübel auch durchpasst. In meinem Fall ist das einfach ein 8er Dübel und die richtige Umdrehungszahl ist bei meinem Makita Akkuschrauber Stufe 1. Normalerweise sagt man nämlich ca. 500 bis 700 Umdrehungen pro Minute und natürlich auch ohne die Schlagfunktion. Gerne auch eine zweite Person hinzuholen, die jetzt einfach noch regelmäßig vorne Wasser drauf spritzt, dass natürlich unser Bohrer auch länger durchhält. Ich persönlich bringe übrigens auch noch gerne immer so eine Zentriervorrichtung an, dass mir mein Bohrer einfach nicht abrutschen kann. Und jetzt unbedingt auch noch Schutzbrille und natürlich Gehörschutz aufsetzen. Wenn wir durch die Fliesen durch sind, dann am besten mal noch einen passenden 8er Bohrer verwenden. Bei mir sind zum Beispiel hier dahinter Rigipsplatten, deswegen ich einen einfachen Eisenbohrer ruhig verwenden kann. Der ist übrigens auch schon gebraucht. Oder wenn dahinter eine Mauer ist, dann natürlich auch einen Steinbohrer verwenden. Jetzt ist ein super Zeitpunkt, unsere Bohrlöcher mal auszusaugen und natürlich auch die Fliesen wieder ordentlich zu reinigen. Und wir können auch schon unsere beiden Dübel, welche natürlich für die Wand geeignet sind, mit einem einfachen Hammer hineinklopfen. Damit wir für das Stück durch die Fliesen natürlich unsere Fliesen nicht kaputt schlagen, am besten einfach mal eine passende Schraube noch nehmen und auf diese draufhauen. Die Schrauben können wir danach natürlich auch schon in den Dübel reindrehen und für den richtigen Abstand zur Wand am besten einfach mal eine Wasserwaage an den Spiegel hinten hinhalten und dann gerne auch die Schraube hineingeben. Und bei mir können wir zum Beispiel sehen, dass ich diese circa einen halben Zentimeter von der Wand entfernt lassen sollte. Der Abstand sollte auch passen und jetzt können wir auch schon unseren Spiegel einmal hinhängen bzw. auch anschließen. Am leichtesten geht das natürlich, wenn man zu zweit ist, dann kann eine Person zum Beispiel den Spiegel herhalten und die andere Person schließt das Ganze von hinten an und danach können wir den Spiegel einfach hinhängen. Wenn du alleine bist und das Glück hast, dass es bei deinem Spiegel funktioniert, dann gerne auch die Leitung einfach mal etwas oben über den Spiegel drüber stehen lassen und wir können auch den Spiegel nämlich erst hinhängen und das Ganze dann über den Spiegel zusammenschließen und danach unsere Leitungen von oben hinter dem Spiegel auch wieder verstecken.
Wenn du aber wie ich alleine bist und das Ganze später von oben nicht verstecken kannst, weil da zum Beispiel diese Lichtleiste einfach im Weg ist, dann am besten einmal zum Beispiel einen Karton hier unten drunter legen, dass unser Spiegel natürlich auch nicht kaputt gehen kann, die Leitung trotzdem einmal hier oben drüber stehen lassen. Und ich habe den Spiegel jetzt aber noch nicht eingehängt, sondern einfach etwas gegen die Wand gekippt und werde das Ganze jetzt natürlich auch richtig anschließen. Zuerst mal müssen wir dieses kleine Kästchen vom Spiegel öffnen, da sich hier natürlich die Klemmen darunter befinden. Und in meinem Fall muss ich das Ganze einfach mit dem Schraubendreher hier etwas aufhebeln. Und wir sollten danach aber auch schon die Zugentlastung hier oben mal entfernen, da wir da unsere drei Leitungen gleich auch noch ordentlich durchfädeln werden. Falls hoffentlich vorhanden, sollten wir jetzt natürlich auch unsere Klemmen hier einmal von den drei Leitungen vorsichtig herunternehmen. Und die abisolierten Leiter am besten mit einem Seitenschneider noch etwas kürzen, da sie in der Schraubklemme einfach immer länger sein müssten als bei solchen normalen Schraubklemmen. Danach kann ich in meinem Fall dieses schwarze Bauteil auch schon mal herausnehmen und muss diese jetzt einfach richtig rum über meine Leiter hier noch drüber schieben. Nun die einzelnen Leiter in die richtigen Klemmen hineingeben, das ist meistens eine Fummelarbeit und hierbei sollten wir einfach nur auf die Farben hier unten achten. Bedeutet, auf der linken Seite kommt der braune Außenleiter vom Spiegel rein, weswegen ich auch den braunen Außenleiter hier oben hineingebe. In der Mitte ist normalerweise der grün-gelbe Schutzleiter zum Anschließen und auf der rechten Seite, da kommt der blaue Neutralleiter von meinem Spiegel, weswegen hier auch natürlich der blaue Neutralleiter von meinem Anschluss hineinkommt. Im nächsten Schritt unbedingt noch die Zugprobe machen, bedeutet, ich halte hier unten mal an der Klemme fest und kann hier oben an den Leitern mal mitgefühlt ziehen und normalerweise sollten die Leiter jetzt hier unten drin fest sein. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, die Leiter halten und jetzt kann ich auch mal das schwarze Bauteil hier schon wieder entsprechend in mein Kästchen hineingeben und dieses dann mit gutem Gewissen auch schon verschließen. Die Zugentlastung sollten wir auf jeden Fall auch noch hineingeben, bedeutet das Ganze mal wieder hinten einfädeln und dann auch mit der Schraube wieder festdrehen. Nun kann ich den Spiegel auch schon leicht nach vorne kippen und einfach mal schauen, dass natürlich meine Elektroleitungen hier hinten schön versteckt sind und auch nicht stören. Und ich hebe meinen Spiegel auch schon mal etwas hoch, schaue, dass er natürlich genau in der Mitte von meiner Fliesenfuge sitzt. Bei mir schaut es gut aus und er ist jetzt auch schon wirklich eingerastet. Ich kann also mit gutem Gewissen meine Sicherung mal wieder reinmachen, ziehe noch die Schutzfolie von vorne ab und sobald ich den entsprechenden Knopf betätige, geht das Licht hier oben auch schon an. Der Spiegel sitzt im Allgemeinen auch schön gerade, der Abstand hier unten ist auch optimal geworden, weswegen wir jetzt auch schon so einen Bartspiegel mit LED-Beleuchtung richtig montiert haben. Wenn du dir für zu Hause übrigens einen Bartspiegel in den verschiedensten Varianten, einen Akkuschrauber, spezielle Fliesenbohrer oder natürlich auch Dübel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.